Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Traders Talk Morning Meeting und Markteröffnung live aus dem Traders Talk Trading Floor in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen live dabei sind und ich freue mich natürlich auch, dass das Team von Traders Talk heute wieder die Zeit für uns gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Bevor ich den Bildschirm übergebe, sprechen wir ganz kurz über den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Wer neu dabei ist, der hat rechts in dem GoToWebinar-Panel die Möglichkeit, im Chat entsprechend ein Feedback oder Fragen zu stellen, Feedback abzugeben oder Fragen zu stellen. Und außerdem sind unter dem Punkt Unterlagen die Sheets von Traders Talk schon online gestellt, aber dazu wird der Vango gleich was sagen. So, und hiermit übergebe ich. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. So, wunderbar. Danke dir, Nelson, hier für die Einleitung. Moment, dann sollte jetzt auch der richtige Bildschirm zu sehen sein. Wunderbar, genau. Und zwar ist das der DAX Future hier in der Stunde. Ich bin, wie gesagt, der Evangelos oder Vango von Traders Talk. Wir haben ein börsentägliches Webinar auf GoToWebinar-Basis für unsere Kunden und das scheren wir so in dem Turnus alle 2 Wochen mit unserem Partner FXFlat. Dazu herzlich willkommen. Was wir machen, wir sind am Handelshaus, wir handeln hier aus dem Frankfurter Handelsbüro. Und haben jetzt auch den einen oder anderen Kunden, der sich hier bei uns eingemietet hat. Also falls der eine oder andere von Ihnen Interesse haben sollte, mal ein Handelsbüro von Ihnen zu erleben, alltägliche Arbeit, wie wir arbeiten mit Vorbereitung und. Dazu später mehr. Jetzt kommen wir mal zu dem Markt. So, wir in unserem täglichen Webinar hier in der Squawkbox von Traders Talk behandeln wir, also da wir kommunizieren eigentlich laut, dass wir sowieso, was wir hier intern an Vorbereitung jeden Tag machen. Und dazu gehört natürlich auch die Vorbereitung am Chart. Und da behandeln wir den DAX, den Eurostox, den Bund und auch den Bobble Future, genau. Und den S&P und auch jetzt verstärkt den Nasdaq Future, also Aktienindizes und Anleihe Futures. So. Ganz grob zum Vorgehen, wir haben hier Zonen, die wir identifizieren, diese rötlicheren Zonen hier. Das sind Widerstände. Hier in der Stunde gilt ein Widerstand so lange, als Widerstand, solange wir in der Stunde nicht drüber schließen. Das war zum Beispiel gestern der Fall, wo wir nicht drüber geschlossen haben. Wir haben zwar ein neues All-Time High geprintet, die 17.502, aber dieser Widerstandsbereich 478, 487 ist nach wie vor aktuell, weil, wie gesagt, noch kein Stundenkurs drüber. Damit kommen wir jetzt mal hier zu der heutigen Analyse oder heutigen Vorbereitung. Wir haben jetzt hier gerade minimal neues Tageshoch gemacht. Da haben wir hier oben den POC von gestern 471 und dann, wie ich eben schon gesagt habe, hier in 478, 487 den Widerstandsbereich und ja, möglichen Widerstandsbereich. Und hier oben 17.502, das All-Time High, unten aufgesetzt am Vortages-POC, also an dem vom Freitag, das ist das aktuelle Tagestief. Daher ist dieser POC hier vom Freitag auch nicht mehr naked, also der ist jetzt abgearbeitet worden. Das ist das Low heute, 4.20 und wir sehen dann verschachtelt hier 4.12, Freitagstief und das Donnerstagstief, die 3.99, das ist so die letzte markante Marke auf der Downside. Ganz klar, DAX konsolidiert am Hoch, also hier von Gewinnmitnahmen keine Rede. Hier einfach ein bisschen Konsolidierung, das ist Kräfte sammeln, heißt es hier im Fachjargon. Was die Theorie angeht, Trendfolge, sollte das Ganze mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eher nach oben aufgelöst werden, aber wir versuchen immer auf den Markt zu schauen, weil der Markt, wie Sie schon wissen, hat natürlich Börsenfloskel immer recht. Also im DAX Konsolidierung auf hohem Niveau, die Marken oben und unten sind kommuniziert, also eigentlich nichts Neues vom Chartbild her. Der Markt bleibt in allen Zeitzonen long. Ähnliches Bild auch im Eurostox, das ist der zweite Markt, den wir
hier auf der Agenda haben. Der hat gestern leicht relative Schwäche zum DAX gezeigt. Die ganzen Wochen zuvor war eigentlich der Eurostox derjenige, der eher gesucht war. Und aktuell in der testet er hier mit dem Tief hier unten auch die erste Unterstützung. Ne? Also solange diese Unterstützung hält, werden Long-Setups favorisiert, mögliche Kursziele auf der Upside. Hier oben erstmal Pock von gestern, die 4,875 und dann hier die Hochs 81, 82. Da hat er sich gestern immens schwer getan. Danach haben wir hier oben nochmal einen Naked Pock, die 4,884. Das müsste vom Donnerstag letzter Woche gewesen sein. Und Sie sehen hier oben das Hoch, die 4,894, nicht All-Time High, sondern das Hoch, weil der Eurostox hat bereits schon höher notiert. Also auch hier Konsolidierung auf hohem Niveau. Die relative Schwäche gestern, weiß nicht, Alex, war das gestern die LVMH, die ein bisschen geschwächelt hat? Ja. Ja, also das Indexschwergewicht im Eurostox Louis Vuitton LVMH gestern eigentlich so der Grund hier für die leichte relative Schwäche Eurostox gegenüber dem DAX. Also solange hier unten das hält, Long Setups zu favorisieren, bricht diese Unterseite, dann hat er eigentlich nach unten hin genug, zumindest mal Potenzial. Ob er das ausschöpft, ist eine andere Sache. Also da wären zum ja, erste Marke vielleicht hier eine Value noch, 4,844, aber eigentlich ist Platz bis hier runter 4,824, 4,831 im Eurostox, also die sogenannten Toleranzen, also wenn da nach unten was geht, sind richtig groß, bis überhaupt auch im kleinen Timeframe da irgendwas von Long auf Short wechselt, da ist noch reichlich Zeit. Also auch hier alles Long, insbesondere solange hier unten im Eurostox die 4861, 4864 hält. Blick auf den S&P, da schauen wir ganz kurz mal, was der Daily zeigt. Da sehen wir bereits am Donnerstag hier eine Erschöpfungskandle auf der Upside mit dem neuen All-Time High hier oben bei der 23,5. Und was wir auch sehen ist, dass er gestern den Widerstand, den wir gestern hatten, den hat er hier oben auch verteidigt und zwar am Hoch vom Montag, Freitag, am Donnerstag, das Donnerstagshoch müsste es gewesen sein, genau, die 5107, 073 Viertel, ne? Also da war gestern oben der Deckel drauf im S&P und im späteren Handel hat er dann auch nach unten Potenzial wahrgenommen. Das schauen wir uns jetzt mal rückbetrachtet für gestern an, was das bedeutet. Also wir haben hier oben das All-Time High vom Freitag und gestern hat er Unterkante hier, also eigentlich ein super Short-Setup hier geliefert an unserer Widerstandszone. Nämlich am Hoch vom Donnerstag müsste es gewesen sein, die 51073 Viertel, das sehen Sie auch hier, da ist er gestern abgeprallt und dann hat er nach hinten raus so nach dem US-Mittag dann auch mit neuen Lows dann nach unten Strecke wahrgenommen. Also die Shorts von hier oben sind schön ins Geld gelaufen. So, was bedeutet das für heute? Wir haben jetzt hier aktuelles Tagestief 50,73 nach oben hin. Ja, Marken hier, die untere Value, die vom gestrigen Handelstag um die 50,85 und dann so eine kleine Abrisskante hier bei der um die 50,92, das waren ehemalige Tagestiefs. Das sind so die ersten Marken im S&P auf der Upside. Unterhalb des aktuellen Lows der 50,73 haben wir hier unten eine breite Unterstützungszone. Das sind zwei ehemalige Daily Extreme, Daily Highs. 5.066,5 bis runter zu 59,25. Also das die Auffangzone hier unten unterhalb des aktuellen Tagestiefs im S&P. Schauen wir uns nochmal die Nasdaq an. Sehen bereits hier, und da sieht man oftmals, weil viele Kunden haben ja die verstärkte Nasdaq und S&P auch am Vormittag handeln. Schöne Bewegung, jetzt ein Kollege schrieb auch schönes Long Setup. Genau, schöne Grüße nach Österreich, der weiß, wer gemeint ist. Schönes Long-Setup, oftmals bereits ab 8 Uhr oder sogar um halb 8, weil gut, der asiatische Handel ist schon relativ oder kann schon relativ aktiv sein hier in den US-Märkten. Und da ist nach oben hin erstmal, hat er schon vielleicht eine erste kleine Marke hier bei der 17.980 erreicht. Unten sollte er gut supported sein, um das Tagestief vom Freitag bis runter auf der 17.900, war auch. Nochmal an Naked Pockets, also hier 9,22, 17.900. Hier unten könnte, sollte eine Reaktion
erfolgen für den Fall, dass er S&P, wie gesagt, ein neues Tagestief macht. Was da hier irgendwo unter, knapp unter der 17.930, nicht der S&P, den Nasdaq. Ja, nach oben hin, ja, eigentlich genug Platz dann, wenn er das hier rausnimmt. So viel zu den Aktienindizes und jetzt komme ich hier zu den, zum Bund. Ja, unser Sorgenkind, gestern kam die Frau Lagarde auch nochmal hier um die Ecke und hat hier ja, die Bewegung, die schöne Bewegung, die wir am Freitag gesehen haben, eigentlich komplett nochmal in die Knie gezwungen, also fast komplettes Reversal. Wir haben am Freitag hier unten 132,05 geprintet und dann gab es hier ein schönes Reversal hier mit einem Bruch. Ja, Ziele auf der Oberseite hier abgearbeitet, die 37,40 waren ehemalige Daily, war zumindest mal die 40 waren ehemaliges Daily High, dann nochmal ein Target hier, die 133,60 und gestern ging es eigentlich fast komplett retour. Also Bund ist und bleibt schwächelnd. Unterhalb des Freitagstiefs, das ist hier die ganz breite Zone bis runter, 131,70, 75. Das war Ende letzten Jahres so die Abbruchkante nach oben. Von daher kommt hier diesen Bereich hier unheimlich große Bedeutung zu. Ja, ich weiß, die ist breit, die Zone, aber dafür ist das Ganze auch sehr wichtig. Wir haben aktuell, ne, unten hat er getestet, das gestrige Low, bis auf einen Tick oberhalb des aktuellen Hochs haben wir hier oben den POC von gestern als erstes mögliches Kursziel und auch erste Widerstand haben. Das ist so die Hürde, die der DAX, sorry, der Bund zu nehmen hat. Erst da oben drüber könnte er dann sich weiter erholen, also 132,63 hier oben die Marke erstmal im Bund-Future. Also das war es für den Moment von meiner Seite aus, was das angeht. Jetzt kommt der Alex noch hier mit den Morning News und all dem, was wichtig ist, also Overnight News, was auf der Agenda heute steht und. Das bringt jetzt der Alex und wir werden es dann auch entsprechend einblenden hier. So, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also wie nochmal die Overnight News, beziehungsweise hier zum ersten Mal dann bei FX Flat. Gibt nicht allzu viel zu erzählen. Also ich schlage es heute nicht mit der Zahlen tot. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir hatten GfK-Konsumklima heute Morgen. Das war mehr oder weniger wie erwartet. Wir hatten Zahlen von Münchner Rück. Die waren auch mehr oder weniger wie erwartet. Das heißt, die waren eigentlich relativ gut, bis auf den operativen Gewinn. Da war ein bisschen niedriger als erwartet. Aktie ist mehr oder weniger so wie auch alle anderen. Aber wir haben jetzt von gestern keine neuen Nachrichten. Wer heute Morgen Börsenreports liest oder sonst was, der wird immer wieder auf Nvidia-Zahlen verwiesen. Die waren ja schon Mitte letzter Woche und ähnliche Dinge. Also da ist weiterhin eigentlich nichts passiert. Wir sind weiterhin im Wartemodus, warten auf die Zahlen USA-PCI-Daten am Donnerstag. Am Mittwoch, also morgen, gibt es immerhin schon mal die Bruttoinlandsproduktszahlen. Und dann auch die Verbraucherpreise aus den einzelnen Bundesländern. Das ist durchaus wichtig, gerade für uns in Deutschland, auch für den Bund. Also da wird man dann sehen, in welche Richtung die Inflation weitergeht. Sprich, Rest der Woche wird sehr interessant. Heute wahrscheinlich nochmal, naja, ich hätte heute Morgen gesagt, vielleicht ein Daddeltag, aber da scheinen die Schnäppchenjäger nach dem gestrigen in Anführungszeichen Abverkäufen wieder aktiv zu sein. Wir hatten gestern, soweit ich es gesehen habe, nur im DAX bei den größeren Indizes nochmal einen Rekordhoch gesehen. Ansonsten leichte Konsolidierung, alles in allem. Wie gesagt, es gab nicht allzu viel Neues, eigentlich auch nicht von Frau Lagarde da. Die hat wie immer betont, man werde erst aktiv, wenn die Inflation nachhaltig Richtung 2% gehe. Das kennt man eigentlich von ihr, dieses Sprüchlein, aber wahrscheinlich war man da schon ein bisschen vorsichtig, was die PCI-Zahlen dann am Donnerstag angehen. Wobei die amerikanischen Märkte, da ist eigentlich nicht viel passiert, also bei den 10-Jährigen. Also insofern haben wir da ja momentan ein bisschen eine Divergenz. Also an der Stelle ein bisschen mehr zu den Rentenmärkten als normalerweise. Das ist momentan eigentlich auch wichtig. In Asien hatten wir auch noch Zahlen, Verbraucherpreise 2,0 sind die ausgefallen, statt 1,9, also ein bisschen höher, aber darüber freut man sich in Japan und macht sich Hoffnung, dass die ja, ultra lockere Geldpolitik
demnächst vielleicht im April dann mehr oder weniger Geschichte ist. Dort befinden sich die Märkte ja auch auf den Höchstständen, obwohl wir eigentlich da von der Inflation und von der Geldpolitik die umgekehrte Situation haben wie hier im Westen. Also stellt sich natürlich die Frage, auf was reagieren die Märkte dann letztlich? Ja, natürlich auch auf Unternehmensergebnisse, und da ist momentan eben KI ganz großes Thema und zieht die anderen Märkte mit. Was haben wir heute noch an Zahlen? Ja, wir haben um 14.30 Uhr US-Auftragseingänge. Das ist eigentlich schon die wichtigste Zahl, allerdings relativ volatil. Insofern, ja, sagen wir, warten auf die Zahlen dann morgen und sich möglicherweise positionieren. Das gilt für die Fonds. Und ja, da scheinen momentan wieder ein paar Käufer unterwegs zu sein. Also, das war es dann schon von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. Ja, also das waren jetzt hier das Wichtigste, was so Overnight-News angeht und was die Agenda für heute vorsieht. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick hier auf die einzelnen Märkte jetzt, wo es noch ruhig ist. Also wir haben jetzt aktuell ein neues Hoch gesehen. Auch hier, wenn wir das, weil Kollege gefragt hat, ist das ja, oder ein Kunde, der hier bei uns ist, ist das ja, ein kleines Gap, das jetzt geschlossen wurde zum ein kleines Closing Gap im DAX. Wie gesagt, hier oben Bock von gestern 4,70, 4,71 und dann oben 4,78, 4,87 aus der Stunde heraus hier. Ein markantes Level. Und der Eurostox, auch der hat hier minimal neues Hoch für heute gemacht, einen Ticken drüber geschaut hier. Ja, Konsolidierung auf hohem Niveau, schwer nachzuvollziehen, ne, wenn man sich so umsieht, umhört, das geht euch nicht anders, ja. Sagen, okay, woher nimmt denn die Börse die Euphorie? Ja, natürlich KI sicherlich ein großes Thema. Anderes Thema ist, dass natürlich sich viele Institutionelle auch fragen, kann das sein? Natürlich der Kopf, der spielt da oftmals einem auch einen Streich. Kann das sein, dass wir so notieren, wo wir notieren? Ja. Fakt ist, dass Institutionelle halt in diesen Indizes, insbesondere DAX und noch viel mehr in den Eurostox investiert sein müssen, ja, und können nicht nur Cash hier vorhalten, und dann sieht man halt dann oftmals Bewegungen wie am Tag nach den Nvidia-Zahlen, die kamen ja letzte Woche Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht, ja, und dann hat man halt hier so eine Bewegung wie hier, dass man zunächst mal mit einem Gap, was es hier unten noch gibt, ja, die Kurslücke hat mit einem Gap eröffnet. Ne, das, hier war das Vortageshoch, dann kamen irgendwann die Zahlen von Nvidia, dieses Gap hier gilt es noch zu schließen, und dann, als ob es kein Halten mehr gibt, ne, genau, ne, als ob es keine Stücke mehr geben würde. Wieso? Weil viele halt entweder gut short waren, will ich mir nicht vorstellen, aber unterinvestiert waren, da eventuell jetzt noch viel mehr Potenzial sind, daher kommt hier richtig so eine direktionale Bewegung. Wirklich mit Schmackes und konsolidieren auf hohem Niveau. Also was die Charttechnik angeht, ist das eher mal eine Trendfolgekonsolidierung, die soweit die Theorie auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eigentlich nach oben aufgelöst werden soll. Nichtsdestotrotz, wir versuchen hier den Markt so zu lesen oder so zu deuten, und da schauen wir natürlich auf Stundencharts, untergeordnet dann auf 3-Minuten-Charts, und was so Unterstützung und Widerstände angeht, versuchen wir hier Widerstände gerade in der Stunde dann auch so zu deuten, solange wir nicht in der Stunde drüber schließen, gilt der Widerstand als nach wie vor aktuell, und das ist hier oben der Fall, und unten das Gleiche auch hier an diesen Unterstützungsniveaus. Ne? Solange wir das nicht brechen in der Stunde, und die Stunde ist natürlich
valider als so ein 3-Minuten-Close und übergeordnet natürlich das Ganze auf Tagesbasis, wenn wir da drunter drüber schließen. Das spielt oftmals für Institutionelle eine Rolle, weil sich halt viele danach orientieren, ne? Weil der Anlagehorizont bei Institutionellen ist halt nicht Intraday, sondern geht über Wochen und Monate. Von daher gucken viele auf Daily Closes, gibt auch viele, die sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, und Wochenclose drunter drüber, das ist dann für mich irgendwie der Trigger, eine entsprechende Positionierung einzugehen. Also die richtige Vorgehensweise, also so wie wir das lernen, und wir kommen ja fast ausschließlich hier aus der institutionellen Schiene, ist, dass man das Ganze runterbricht hier. Für uns, wie gesagt, Daily Levels, und Daily Levels sind hier in grün markiert, also Daily Extreme, Daily, das sind alles Daily Hochs, und hier oben natürlich das All-Time High und entsprechend auf der Downside. Also ziemlich verschachtelt, Seitwärtskonsolidierung im DAX, im Eurostoxx. Genau, das ist so die aktuelle Lage im Bund. Ich schaue mal ganz kurz den Bund, weil viele von Ihnen auch den Bund handeln. Und da haben wir unten das gestrige Tagestief, das sich jetzt hier um einen Tick verfehlt hat. Wenn Sie den Bund handeln, ja, dann sollten Sie sicherlich auch, also das ist unser Rat, auch hier in den Mentorings und Coachings, die wir anbieten, da müssen Sie oder sollten Sie gerade jetzt, wo auf der Zinsseite so viel los ist, auch den 5-jährigen Anleihe-Future mit auf der im Blick haben, und zwar der Bobble-Future. Und da sehen Sie, dass er jetzt im Gegensatz zum Bund, als jetzt hier einen Tick drunter geschaut hat, also hier das gestrige Tagestief, auch das muss natürlich hier in grün sein. So, so. Das war die 08, hat einen Tick neues Logo gemacht. Erstmal verteidigt unten, und da schauen wir jetzt hier zur vollen Stunde, ob das auch bestätigt wird hier mit dem Stundenclose. Ja, also hier unten erstmal rejected, im Bund leider einen Tick vorher abgedreht und jetzt erstmal die Long-Seite gesucht. Das zum Markt für den Moment. Vielleicht mal ganz kurz was hier zu uns, zu unserer Person, für all diejenigen, die es nicht kennen. Also wir sind Traders Talk. Wenn Sie, genau, www.traderstalk.de, wenn Sie hier Fotos hier zu den Gesichtern sehen möchten, Kollege Alex Meyer, der ist hauptverantwortlich hier für den Squawkbox, das ist hier dieser junge Herr, das sind alles Kollegen und Mitarbeiter von uns, zu der entsprechenden Vita und der Spezialisierung können Sie hier mehr lesen. Mich sehen Sie hier, das ist ja genau, dieser junge Herr bin ich, wieso an der Börse, ja, weil wir Luftlinie 30 Meter davon sitzen. Also unser Handelsbüro ist direkt an der Börse in Frankfurt, und was wir jetzt auch, weil wir da angesprochen worden sind, hier von Workshop-Teilnehmern von uns, die für 2-3 Tage immer mal wieder herkommen, wenn wir Workshops anbieten, oftmals rund um Makro-Events, nämlich Zinsentscheidungen von der Fed, idealerweise in Kombination mit der Euro, mit der EZB, mittwochs Fed, donnerstags EZB, und da haben uns vermehrt Leute angesprochen, ob sich denn hier, weil denen gefällt es hier bei uns so gut, ob sie sich denn hier auch immer wieder mal einmieten können, hier tageweise, wochenweise. Jetzt haben wir zwei hier sitzen, die hier schon mehrere Monate hier sind und ihren Handel auf Vordermann bringen. Ja, das hier die zu dem, was wir sind und was wir machen. So, und dann warten wir jetzt mal auf die Kasseneröffnung. Ich habe hier mal den Blick auf die möglichen Fragen. Da ist jetzt hier nichts da, was, wenn es Fragen gibt hier zur Vorgehensweise hier im Chart, wie was zu deuten ist, Widerstände, Unterstützung, wann gebrochen, wann nicht, wie lange sind die valide, wie lange werden die mitgeführt und. Gerne Fragen stellen, ist keine Frage, die es nicht zu beantworten gilt.
Das, was Sie hier sehen, die Charts, das ist jeder von uns macht in Handelsvorbereitungen, da sehen die Charts alle ein bisschen anders aus. Aber das sind so grob die Marken, die jeder von uns auch mitbekommt und auch die wir hier intern kommunizieren. Also Teil unserer Handelsvorbereitung und nichts anderes ist auch hier die Squawkbox, weil auch wir eine Squawkbox nutzen. Die haben sich schon seit Jahren etabliert hier aus dem angelsächsischen Raum. Sinn und Zweck von der Squawkbox ist, dass man eigentlich keine markt- oder kursrelevante oder mögliche kursbeeinflussende Informationen, ob es jetzt hier irgendwelche News sind, irgendwelche Gerüchte, die jetzt hier nicht auf der Agenda stehen, die wir über den Squawk hören, dass man da wirklich up to date ist, ja, weil wenn das dann den Kurs beeinflusst und wir sehen das wirklich täglich, dass da irgendwas ist. Gestern, wie gesagt, kam die Frau Lagarde um die Ecke, hat ein bisschen was Negatives gesagt, hat den Bund weiter gedrückt, also so Geschichten bekommen Sie halt hier in Echtzeit, nämlich dann, wenn es die Kurse dann auch beeinflusst, ne? Nicht später, sondern in Echtzeit. Und da bekommen Sie auch die Analyse mit von uns, wieso gerade was am Markt passiert. Und das ist unabhängig davon oder sollte bei Ihnen unabhängig davon sein, ob Sie aktiv darauf reagieren, ja, oder aktiv darauf handeln. Ja, das kann nicht jeder. Das ist natürlich eine große Geschichte, wenn man das umgesetzt bekommt, darauf aktiv zu handeln, aber zumindest zu wissen, wieso der Markt gerade reagiert, das ist unseres Erachtens super wichtig. Ne? Das sollte jeden interessieren, unabhängig davon, welcher Markt. Aber das ist wie in jedem anderen Job auch. Da möchte man wirklich eine Transparenz haben, wieso passiert gerade was am Markt, was ist denn los? Und das bekommen Sie hier dann auch echt mit. Bevorzugen Sie Volumenprofile anstatt Marktprofile. Da ist jeder ein bisschen anders von uns. Ne? Also das, was wir hier als gemeinsame Basis hier im Rahmen der Scorebox haben, sind hier Volumenprofile, aber ansonsten guckt jeder von uns TPO-Charts. Also wirklich, da ist alles dabei, je nach Gusto und auch Schwerpunkt. So, jetzt blende ich hier die 3-Minuten-Charts ein. Ja, es geht jetzt hier auf die Handelseröffnung zu. Das ist Martinshorn ist zu hören. Also Sie sehen im Bund, wie gesagt, unten ja, wir hören, dass wir mittendrin sind hier im Geschehen, genau, also was die Börse angeht, aber auch ansonsten. Also Bund verteidigt unten gut und nähert sich hier dem aktuellen Tageshoch. Hat unten, wie gesagt, einen Tick vor dem Tagestief abgedreht. Anders, da besser als der Bobble gemacht, der 5-Jahres-Future, der hat nämlich einen Tick runtergeschraubt und erstmal verteidigt und nähert sich jetzt hier dem Tageshoch. So, also den Bund hier gesucht und jetzt geht es gleich los in der Kasse. Also, jetzt kommt auch hier im DAX gleich mal Bewegung. Der hat oben schon den POC von gestern geprintet, der DAX, oben die 471.
So, also das. Genau, also hier oben haben wir gestern den Block erstmal hingehandelt und abgedreht, das im DAX. Oder da reagiert. Sie sehen hier eine kleine Divergenz. Schauen Sie sich mal den Eurostoxx an. Hier auf der rechten Seite, der ist weiterhin gesucht hier, Cash Open. Im Gegensatz dazu sehen wir erstmal hier schon eine starke Reaktion im DAX ja, am gestrigen POC-Level. Ja. Der Bund hat oben, na jetzt guckt er drüber, ne? Jetzt macht er ein neues Hoch, der Bund. Also hier wird es interessant werden im Bund. Oben den POC von gestern, die 132,63 nach dem Abwasch, also wichtige Marke. Ja, schon interessant zu sehen, wie der DAX da oben reagiert hat, ja. Am gestrigen Volumenpeak. Na, jetzt habe ich es auch hier in M3 mal übertragen. Wie gesagt, eine schnelle Bewegung mit Kasseeröffnung dorthin. Habe gesagt, dass das hier einen Widerstand schon darstellen kann, ja, und da hat er wirklich reagiert. Was Sie hier unten sehen, das ist der VWAP, der hier mitläuft. Den hat er unten erstmal angehandelt oder jetzt zumindest sieht man der VWAP nach. Und auch gut zu sehen, dass die Divergenz zum Eurostoxx, DAX Eurostoxx, dass der Eurostoxx hier am Hoch bleibt. Gleiches gilt auch für den Bund. Wie gesagt, im Bund wird es interessant hier oben. Das ist ein Kursziel, die 63. Wieso Kursziel? Weil er unten eigentlich gefühlt, wie gesagt, das gestrige Tagestief gemacht hat. Hat einen Tick vorher abgedreht, aber derjenige oder diejenigen, die auf Halt spielen, die sollten dann zumindest mal versuchen, das ist das, was wir auch so mitgeben, wenn sie die Möglichkeit haben, hier mit mehreren Einheiten zu spielen oder zu handeln, dann sollte man hier unten versuchen, ein bisschen. Wenn Sie jetzt auf Halten vom Tagestief hier spekulieren oder das handeln wollen, ne, dann sollte man sich hier drumherum um die 132,33 unter dem oberhalb des gestrigen Lows auch versuchen, dann mit Einheiten zu positionieren, dass man zumindest mal, wenn er jetzt hier nicht exakt abgehandelt wird, dass man zumindest mal mit einer Teilposition dabei ist. Wie gesagt, der 5-Jahres-Future, der hat unten eben dieses Niveau von gestern einen Tick unterschritten, also hier wirklich schön verteidigt und jetzt haben wir auch am Hoch geschlossen die Stunde. Also das ist nochmal eine Bestätigung hier für das Halten des Tagestiefs, also für diejenigen, die im Long-Setup sind, ja mit Erreichen des zwischenzeitlichen Hochs im Eurostoxx, im Bobble dann vielleicht auch Teilgewinne mitnehmen. So, jetzt hat der Bund oben die 63 erreicht. Wir sehen, dass Eurostoxx weiter gesucht ist und auch der DAX jetzt sich mit dem oder nach dem kurzen Abverkauf hier oben POC unten erstmal gedrückt, dann jetzt erneut am POC von gestern dran ist und das ist hier oben dieses rote Horizontalniveau. Und der Eurostoxx nähert sich dem gestrigen Tageshoch, das ist hier die 4882. Na, das ist jetzt nicht unwichtig hier im Stoxx hier oben. Trotz relativer Stärke zum DAX, also hier oben der Bereich gestriges Hoch 82 und der gestrige, nee, das ist ein Naked Block, der gestrige Block war hier die 75, das ist ein Naked Block hier oben. Also der Bereich 82, 84 im Eurostoxx.
durchaus wichtiger Widerstand. Ne? Also jetzt hier drauf schauen. Also, DAX hier am POC von gestern, dann haben wir hier oben den Ziel- und Widerstandsbereich 78,87 im DAX. Ne? Eurostoxx 82,84 hier die Marken. Sie sehen, der S&P bleibt gesucht und wir sehen eine Reaktion im Bund am gestrigen POC. Ne? Das, ich habe gesagt, das ist hier ein Ziel- und Widerstandsbereich für den Bund, der reagiert hier, der Bund Future. Mit Erreichung des Kursziels hier oben erstmal 132,63 sehen wir erstmal eine Reaktion. Die beiden Indizes DAX, Eurostoxx natürlich die unterscheiden sich klar. Beides Benchmark-Indizes natürlich der Eurostoxx, der breitere, der größere, der für die Institutionellen der wichtige, ganz klar, weil er hier den europäischen Markt abdeckt. Die Gewichtung ist, die Index-Schwergewichte sind da. Anders gelagert im Eurostoxx, Luxuskonsumgüter sind da ganz vorne mit dabei, also LVMH, also Louis Vuitton, Moët, Hennessy, glaube ich, dafür steht es ja. Da sind aber auch andere Brands mit dabei. Und dann haben Sie L'Oréal als ein Index-Schwergewicht, anders als im DAX, wo Luxuskonsumgüter kaum eine Rolle spielen, ja. Haben Sie da eine andere Gewichtung. Von daher, wenn diese Branche insgesamt gesucht ist, dann sieht man oftmals natürlich auch eine Outperformance, eine sogenannte relative Stärke vom Eurostoxx zum DAX und umgekehrt. Das war Anfang des Jahres im Eurostoxx so, dass so die erste Januarhälfte Luxuskonsumgüter gerade von den Chinesen, ja, da hat man hier über zusätzliche Zölle geredet gehabt, dass die dann ein bisschen unter Druck kamen und von daher der Eurostoxx den DAX underperformed hat, sprich relative Schwäche im Kursverlauf gezeigt hat. So, jetzt sehen wir, dass der DAX neu hochs macht und der Eurostoxx oben erstmal nicht weiterkommt. Wie gesagt, dem Stoxx 82,84 da hier die möglicher Widerstand. Ich zeichne es auch noch ein, vielleicht auch als kleiner Bereich hier oben. Das da hier der Bereich im Eurostoxx, genau. So, DAX mit einem neuen Hoch. Im Bund, wie gesagt, tut sich nicht viel. Ja. Der hat oben reagiert, kann sich aber erstmal nicht lösen. Hier auf der Unterseite, wie gesagt, der POC, wo oben diese 63 als Kursziel und nach der kräftigen Abwärtsbewegung gestern ist das natürlich hier ein Level, was uns interessiert. Ja. Und da zeigt der Markt auch erstmal eine Reaktion. So, DAX, ne, jetzt sind wir Eurostoxx dran. Ne? Da hat jetzt hier die 82, das gestrige Hoch jetzt geprintet, 4,8,82. Also hier, das könnte hier eine
Widerstandszone sein im Stocks, 82, 84 und jetzt auch der DAX dran. Ne? Wir haben hier, wie gesagt, M3 ist so die kleinste Zeiteinheit, worauf wir schauen. Und hier jetzt auch ganz klar am Widerstand, solange er jetzt hier den anhandelt und da nicht drüber schließt, gilt dieser Bereich auch in M3 als gehalten, ja, dass der Widerstand hält. Gleiches gilt natürlich hier auch im Eurostoxx. Also beide sind dran, beide Indizes, DAX, Eurostoxx, an möglichen Widerständen dran. Im Stoxx die 82, 84 und im DAX der Bereich 78 bis hoch auf die 87. Ne, US-Markt, der S&P bleibt hier am Tageshoch. Ganz kurz, was die Nasdaq macht, die war schon gut gesucht, auch die. Also die Märkte konsolidieren alle hier in der Nähe ihrer Daily Highs. DAX dran, Eurostoxx dran. Ist sie für Sie Levels ausschlaggebend oder auch die Konstellation von Inside Bars auszubauen? Ja, natürlich, absolut. Ja, aber da schauen wir in der Regel, was das angeht, hier schon auf das größere Bild hier, Inside Bars, Outside Bars, Außenstäbe. Oder schauen wir uns das Ganze hier aus dem Daily und ja, aus der Stunde an, was das angeht. Schauen wir natürlich drauf, ganz klar. Nochmal, jeder für sich unterschiedlich, aber das ist etwas, was sich eigentlich bereits schon längst etabliert hat. Ja, jetzt sehe ich jemanden, einen Kunde von uns, der wollte sich eigentlich jetzt hier registrieren lassen, hier für das Webinar, jetzt das gemeinsame, aber findet jetzt nichts. Ja, ich glaube, ne, das Problem, dass es jetzt im Laufe ist, das Webinar, ne, Nelson, und beim laufenden Webinar findet man bei euch auf der Webseite das Webinar auch nicht mehr. Ne? Dann ist dann auch das vom das nächste gescheduled dann zu sehen und nicht mehr das aktuelle. Nämlich der Netz und hat. Ja, aber ich glaube, das ist so, ja. Das muss ich vorher registrieren, ja. Also, DAX ist dran. Wir sehen im Bund, der Bund zeigt eine Reaktion, ja. Also, da lagen wir eigentlich ganz gut hier mit dem Block von gestern, dass da der Markt erstmal reagiert und daran abprallt. So, DAX ist dran. Ich zeige mal ganz kurz hier im Vollbild, woher nochmal hier dieser Widerstandsbereich kommt, ja, man könnte Levels ja ex-Daily Highs hier mit dem All-Time High von gestern hier oben, aber wir haben diesen Widerstandsbereich schon seit längerem jetzt. Noch gestern haben wir es nicht geschafft, hier drüber zu schließen, deswegen ist dieser Widerstand auch nach wie vor valide. Gut, wunderbar. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Genau. Bund reagiert jetzt ein bisschen stärker auf, kommen ja einige Verkäufer rein. Also im Bund, der ist, ja, ich glaube, nach wie vor in allen Timeframes eigentlich im Short-Setup kurzfristig, vielleicht sogar eher neutral. Nichtsdestotrotz nach dieser Bewegung gestern, wo wir eigentlich fast die komplette Aufwärtsbewegung vom Freitag wieder wettgemacht haben, spielt der POC natürlich eine wichtige Rolle, ja, als Kursziel und auch als Widerstand. Und da haben wir halt eine Reaktion gesehen. Also diejenigen, die hier oben in den Short reingekommen sind, die liegen mit ihren Positionen hoffentlich auch schon gut im Geld. Die Rede ist vom Bund Future, ja. DAX und Eurostoxx bleiben am Hoch. Gleiches gilt auch für den S&P.
Ja, Nelson, ich habe das vernommen, dass ich dich hier oder dass du mich nicht hörst. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, woran das liegt. Gut, ich werde mal weitermachen hier. Den Markt, falls was ist, schreibst du mich gerne an. Und ansonsten zum Schlusswort müssen wir mal gucken, dass der Alex seinen Lautsprecher nochmal anmacht und dann kriegen wir das auch dann gemeinsam hin. Also, im DAX. Schauen wir mal, ob er jetzt hier die entsprechende Reaktion zeigt. Am Widerstand. Eurostoxx auch am Widerstand, ja. Na, Sie sehen auch, der S&P reagiert leicht, also leichte Abschläge. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr sehen, jetzt im Sinne vom möglichen Short-Setup im DAX, im Eurostoxx, klar, dass da jetzt auf der Unterseite ein bisschen mehr kommt und ja, da scheint auch jemand zuzuhören, der hier den Markt ein bisschen weiter drückt, im DAX und im Stoxx. Ja, also dass jetzt momentan ein bisschen ruhig ist, nochmal ganz kurz. Falls Sie sich hier für die Squawkbox interessieren, also das, was wir Börsen, also das, was wir jetzt hier zusammen, diese eine Stunde zusammen machen, aber das ist ein börsentägliches Webinar, was wir auch auf Brutto-Webinar-Basis haben. Da finden Sie bei uns auf der Webseite hier unter diesem Produkt Trader Stock Premium. Hier das Trial kostenfrei beginnen, das sind 14 Tage kostenlos natürlich und auch unverbindlich. Das läuft dann aus. Sich einfach hier registrieren und dann können Sie uns hier zuhören. Oder Sie interessiert, wie wir hier in Frankfurt arbeiten, wie wir im Handelsbüro arbeiten. Da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, uns zu besuchen, tageweise. Ja, oder über einen Workshop. Wir machen hier intern, also wir handeln hier mit den Teilnehmern auch. Jeder für sich machen dann sogenannte Debriefings. Am Wochenende, am Samstag findet dann komplett Coaching hier, Nachbetrachtung der ganzen Woche statt in 2-wöchigen Turnus. Also falls Sie das interessiert oder wenn Sie da mehr Informationen haben möchten, sich mal so einen Tag hier bei uns reinzusetzen, dann schreiben Sie uns gerne an. Sowas bieten wir an. Und wie gesagt, wir haben jetzt Teilnehmer, die über Monate jetzt hier auch sich eingemietet haben, weil es einfach für ihren Handel dann ja, dem Handel gut tut. Entsprechend eine jetzt auch ins Live-Trading übergegangen ist. Ihr Handel professioneller wird, nachhaltiger wird und und. Also, falls Sie da Interesse haben sollten, einfach Bescheid geben, uns kurz schreiben. Kontakt ist hier unten. Das auch, aber service@traderstalk.de, das sollte passen, wenn Sie da egal welche Informationen haben wollen. Entweder jetzt zum Webinar oder mal hier das Handelsbüro besuchen. Also, DAX und Eurostoxx erneut obendran. Eurostoxx mit einem minimalen neuen Tageshoch, also der bleibt zum DAX heute der mit der relativen Stärke. Wie gesagt, der Eurostoxx hat bereits ein neues Hoch zu gestern gemacht. Das war die 4882 gestern. Jetzt ein Ticken drüber. Diese Zone hier, Oberkante, das war ein Naked Pock, die 4884. Das ist die Oberkante dieses Widerstandsbereichs hier oben im Stocks. Das Hoch im DAX von gestern ist hier oben die 502. Also da ist noch ein bisschen was an Potenzial auf der Abseite. Und wir sehen im Bund, dass der unten erstmal
nicht weitergekommen ist im Tief, die 132,51, also oben zwar am POC von gestern reagiert hat, also an dem Kursziel, unten aber jetzt nicht weiter runtergekommen ist, so ein kleines Verlaufshoch, Verlaufstief hier hat er erstmal gehalten, die 132,51. Eurostoxx bleibt gesucht, Alex, ich weiß nicht, sind da irgendwelche Underlyings hier oder irgendwelche Schwergewichte, die da für die relative Schwäche gesteckt haben? Ja, das ist oftmals so. Also Geld, wir schauen sowas, was so die Einzelaktien in den beiden Indizes angeht, schauen wir natürlich gerade in der Berichtssaison, und die ist natürlich vorbei hier, die Berichtssaison für Q4, was da so an Unternehmensergebnissen ist, ne? Und das sorgt in der Regel dann auch für die Diskrepanzen DAX, Eurostoxx, je nachdem welcher Index, welche Aktie da gerade berichtet. Das ist natürlich wichtig, da Bescheid zu wissen. Also DAX, Tageshoch hier die 82, Eurostoxx hat jetzt die 84 geprintet. Also der Nick Pock hier vom Freitag letzter Woche ist jetzt hier auch damit abgearbeitet worden. Also der Widerstandsbereich hier, Oberkante mit eben diesem Pock vom Freitag. Ansonsten vielen Dank für die Information. Wie genau ergibt sich die Breite der Unterstützungsbescheid? Das sind Erfahrungswerte von uns. Von daher jetzt zum Beispiel im DAX die Breite hier 78, 87. Das sind ganz simpel jetzt erstmal hier die beiden letzten markanten Hochs, also nicht das gestrige Tageshoch, weil das war gestern ein False Break auf der Upside. Deswegen ist auch diese Zone für uns nach wie vor als Widerstand wichtig. Ne? Da hat sie oben nicht geschafft, kein Stundenkurs drüber. Ja, steht da als All-Time High ganz klar, die 502. Aber diese Zone ist hier aus dem Stundenchart heraus nach wie vor wichtig. Genau, also relativ dünne, oder das ist jetzt nicht keine breite Zone für den DAX, also gerade mal hier 9 Punkte. Das ist nicht viel. Oftmals haben wir punktgenaue Levels. Sie sehen es ja auch auf der Unterseite. Da kann man auch hergehen und sagen, alles von der 3,99 bis zum gestrigen Tief hier, bis zum heutigen Tief bei 4,20, dass das hier Support ist. Ne? Kann man natürlich auch hergehen, weil das sind alles Daily Lows. Wir sind in einem Long-Markt. Der macht höhere Tiefs. Von daher kann man auch hergehen und sagen, ja, das ist für mich hier unten. Solange der das hier verteidigt, auch im Unterstützungsbereich. Ja? Und das ist auch gut so. Und das machen wir jetzt auch mal zusammen, weil solange er da, wir sind in einem Longmarkt, das ist hier trendfolgend auch der Support. Von daher auch absolut legitim, hier und daraus hier so eine Unterstützung jetzt zu machen. Mit dem Erreichen des Vortagespocks vom Freitag hier unten als aktuelles Tagestief. So, DAX jetzt hier Oberkante 4,87. Eurostoxx auch die 4,84. So, Eurostoxx guckt drüber. Wenn dann so ein Widerstand bricht, ist es dann ein Long Setup, weil die Frage immer wieder kommt, ja oder nein. Per Definition in M3, und das ist die kleinste Zeiteinheit hier in der Visualisierung, ja. Da muss natürlich, da kommt natürlich viel mit rein. Ist es in Trendrichtung? Das wäre in dem Fall ja, das wäre ein Long-Ausbruch, wenn er hier oben drüber schließen würde. Da schaut aber jeder von uns auch auf unterschiedliche Sachen. Sprich, was macht der Eurostoxx, wenn der DAX oben drüber schließt, schließt der Eurostoxx auch drüber. Das könnte man überlegen sein. Was machen die US-Märkte? Und falls Sie sich wundern, wieso wir die US-Märkte um diese Zeit schon mit betrachten, ja, weil die oftmals in der asiatischen oder in der europäischen Vormittagssession vielleicht so Katalysator spielen können für die europäischen Indizes, indem die dann halt die Richtung vorgeben, und was halt zu sehen ist, ist, dass der S&P am Hoch konsolidiert, und das Gleiche gilt auch für die Nasdaq. Also von daher
auch da kann auch irgendwie ein anderer Trend sein, dass jetzt die Europäer, und da spielt es auch mit rein, ja, spiele ich dann einen Bruch im DAX auf der Oberseite, wenn der Eurostox nicht bricht und wenn die US-Märkte eher mal nach unten tendieren, was sie jetzt nicht tun. All das kann eine Rolle spielen, spielt eine Rolle so jetzt. Müht sich der DAX auch drüber, Eurostox ist drüber hier über diesen Bereich. Also wir sind nach wie vor im Vorwärtsgang und das gleiche gilt auch für den Bund, der ist erneut an der 63 dran. Ja, die 132,63, der Pop von gestern. Nimmt er das raus, dann hat er auf der Oberseite erstmal richtig viel Platz, der Bund. Ne? Da ist eigentlich bis zur 132,89,90 sehe ich zumindest mal aus dem Chart heraus. Ja, dieses ehemalige Hoch hier, Daily High bei der 132,80 vielleicht eine erste Indikation. Also, sämtliche Märkte hier gesucht. DAX guckt drüber, Eurostox guckt drüber. So, jetzt haben wir den Fall, DAX und Eurostox schließen oberhalb des Widerstandsbereichs, der gilt jetzt per Definition zumindest mal für M3 als gebrochen und bleibt am Hoch. Volumina, Sie sehen die Eröffnungsvolumen-Candle hier im DAX, war gut, Benchmark so für 3-Minuten-Charts ungefähr 900 Kontrakte, das ist gutes Volumen, aber Sie sehen, dass wir hier da gefühlt so ein Drittel seitdem machen, nichtsdestotrotz ist die Richtung im Markt nach oben gerichtet. Da ist jetzt im DAX oben das All-Time-High, gestriges Hoch 502 und dem Eurostox das jüngste Hoch, die 4894. Das wären die nächsten Marken auf der Upside. Ich schaue immer mal wieder hier, ob es weitere Fragen gibt. Nee, scheint nicht der Fall zu sein, ja. So, jetzt sehe ich die Frage auch. Für Sie Flugpunkte und Delta eine Relevanz? Ja, hat's. Für mich persönlich ja. Die Charts sind aber jetzt nicht hier Gegenstand von dem, was wir hier im Rahmen des Webinars zeigen. Hat für jeden von uns mehr oder weniger Relevanz. Also ich schaue drauf. Ich schaue zum Beispiel jetzt im Bund und im Bobble relativ viel drauf. Ja, da läuft auch parallel hier Footprint und auch Delta, ganz klar. Aber wie gesagt, da hat jeder von uns, für jeden von uns anders relevant, diese Marken, falls Sie das interessiert. Wie gesagt, könnt ihr uns gerne mal anschreiben, da befasst sich so der eine oder andere von uns auch in eigenen Inhalten hier mit Coachings oder so, auch damit. Der Kollege, der übermorgen da ist hier, unser Mitarbeiter, der Sergei Wolf, der ist übermorgen mit einem Webinar mit FX-Thread dran, um 18 Uhr, glaube ich, am 29. am Donnerstag, genau. Der schaut auch drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob er im Rahmen des Webinars darauf zu sprechen kommt, aber gerne mal darauf ansprechen. Ne? Der Sergei, der ist Trader und auch Coach und Mentor bei uns. Der kann da sicherlich darauf auch ein bisschen mehr eingehen.
Vielleicht mal kurz nochmal die Betrachtung. Also DAX ist im Long Setup, zumindest mal was M3 angeht, mit dem Bruch des Widerstandes, Kursziel natürlich gestriges Tageshoch. Und auch der Eurostoxx im Long Setup verteidigt jetzt hier dieses Bruchniveau. Von der Wertigkeit her natürlich, wenn das Ganze auch jetzt? In der Stufe. Ja, jetzt wunderbar, wunderbar, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich, genau. So, jetzt macht der DAX auch ein neues Hoch, da hat oben das Kursziel jetzt erstmal erreicht. Laut den Anzeigen sollte ich jetzt wieder zu hören sein. Du bist zu hören, ja. Aber ich würde mal sagen, dass ich einfach jetzt mal abmoderiere, Mango, und dann dir gerne das Schlusswort gebe. Also vielen Dank, tut mir leid, dass jetzt hier technische Probleme gegeben hat hier meinerseits. Vielen Dank, Quango, für das Webinar. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und ja, bevor ich das jetzt hier noch schlimmer mache, sage ich an der Stelle einfach noch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und Wango, du hast das Schlusswort, hast du mich gehört hast. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Also, schönen Tag. Tschüss. Ja, ich mache das Schlusswort. Ja, ich möchte mich bedanken. Wir haben jetzt ein neues All-Time-High in DAX. Also mit dem Bruch des Widerstandes hier ist dann nochmal Bewegung reingekommen. Oben die 502 von gestern ist jetzt hier passé. Wir haben auch ein neues Tageshoch im Bund. Also da scheint nach oben hin jetzt weiter Interesse zu bestehen. Ich möchte mich hier bedanken fürs Zuhören und auch das eifrige Mitmachen. Nochmals, falls Sie Interesse haben, uns täglich beizuwohnen, das können Sie machen hier, was den Squawk angeht, hier TraderStock Premium auf www.traderstock.de, hier das Trial beginnt, oder wenn Sie uns mal hier besuchen wollen, wenn Sie mal einen Handelstag hier bei uns verbringen wollen, wie wir handeln, also wir sind hier 1, 2, 3, 3 bis 4 Händler, also der eine macht immer wieder mal Homeoffice von uns und haben dann auch immer wieder Kunden da, aktuell 2, die über mehrere Monate hier sind. Falls Sie das interessiert, schreiben Sie uns gerne an. Hier mal so ein Hotseat für einen Tag oder auch für länger dann anzumieten. Sowas bieten wir an, um zu sehen und sich auch auszutauschen hier mit uns, aber auch mit anderen Händlern, wie gehandelt wird, welche Setups, welche Softwares, welche Techniken und. Also all das, was eigentlich super wichtig ist und Sie in der Regel keine Gelegenheit bekommen, da mal reinzuschnuppern. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, am Donnerstagabend das Webinar mit FXWett und unserem Kollegen Sergei Wolf. Das ist hier dieser, wo ist er hier, der Kollege? Da hier, der hier. Genau, mit dem Sergei. Wer da Interesse hat, das ist super interessant, was der Sergei macht. Ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.